Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almanca'da çok kullanılan fiillerden sich drehen, sich bewegen, bleiben, laufen, klettern fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı tekrar bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz sich drehen. Kendini döndürmek, dönmek, kendini çevirmek anlamına geliyor. Hareket olarak. Sich drehen refleksif bir fiildir. Präsens, ich drehe mich. Ben dönüyorum. Ich drehe mich. Ich drehe mich. Präteritum, ich drehte mich. Ben dönüyordum, döndüm. Ich drehte mich. Ich drehte mich. Perfekt, ich habe mich gedreht. Ben döndüm. Ich habe mich gedreht. Ich habe mich gedreht. Tekrar edelim. Ich drehe mich. Ich drehe mich. Ich drehte mich. Ich drehte mich. Ich habe mich gedreht. Ich habe mich gedreht. Futur 1. Ich werde mich drehen. Ben döneceğim. Ich werde mich drehen. Ich werde mich drehen. Futur 2. Ich werde mich gedreht haben. Ben dönmüş olacağım. Ich werde mich gedreht haben. Ich werde mich gedreht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich gedreht. Ben dönmüştüm. Ich hatte mich gedreht. Ich hatte mich gedreht. Tekrar edelim. Ich werde mich drehen. Ich werde mich drehen. Ich werde mich gedreht haben. Ich werde mich gedreht haben. Ich hatte mich gedreht. Ich hatte mich gedreht. Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder spielen im Garten und drehen sich im Kreis herum. Çocuklar bahçede oyun oynuyor ve çevrelerinde dönüyorlar. Tekrar edelim. Die Kinder spielen im Garten und drehen sich im Kreis herum. Die Kinder spielen im Garten und drehen sich im Kreis herum. Diğer bir fiilimiz sich bewegen. Hareket etmek anlamına geliyor. Sich bewegen yine refleksif bir fiildir. Präsens, ich bewege mich. Ben hareket ediyorum. Ich bewege mich. Ich bewege mich. Präteritum,
Ich bewegte mich. Ben hareket ediyordum, hareket ettim. Ich bewegte mich. Ich bewegte mich. Perfekt. Ich habe mich bewegt. Ben hareket ettim. Ich habe mich bewegt. Ich habe mich bewegt. Tekrar edelim. Ich bewege mich. Ich bewege mich. Ich bewegte mich. Ich bewegte mich. Ich habe mich bewegt. Ich habe mich bewegt. Futur bir. Ich werde mich bewegen. Ben hareket edeceğim. Ich werde mich bewegen. Ich werde mich bewegen. Futur iki. Ich werde mich bewegt haben. Ben hareket etmiş olacağım. Ich werde mich bewegt haben. Ich werde mich bewegt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich bewegt. Ben hareket etmiştim. Ich hatte mich bewegt. Ich hatte mich bewegt. Tekrar edelim. Ich werde mich bewegen. Ich werde mich bewegen. Ich werde mich bewegt haben. Ich werde mich bewegt haben. Ich hatte mich bewegt. Ich hatte mich bewegt. Örnek cümlemize geçelim. Man muss sich immer bewegen, um fit und gesund zu bleiben. Sağlıklı ve zinde kalmak için sürekli hareket etmek gerekir. Tekrar edelim. Man muss sich immer bewegen, um fit und gesund zu bleiben. Man muss sich immer bewegen, um fit und gesund zu bleiben. Diğer bir fiilimiz bleiben, kalmak anlamına geliyor. Bleiben düzensiz bir fiildir. Präsent, ich bleibe. Ben kalıyorum. Ich bleibe. Ich bleibe. Präteritum, ich blieb. Ben kalıyordum, kaldım. Ich blieb. Ich blieb. Perfekt, ich bin geblieben. Ben kaldım. Ich bin geblieben. Ich bin geblieben. Tekrar edelim. Ich bleibe. Ich bleibe. Ich blieb. Ich blieb. Ich bin geblieben. Ich bin geblieben. Futur bir. Ich werde bleiben. Ben kalacağım. Ich werde bleiben. Ich werde bleiben. Futur iki. Ich werde geblieben sein. Ben kalmış olacağım. Ich werde geblieben sein. Ich werde geblieben sein. Plusquamperfekt. Ich war geblieben. Ben kalmıştım. Ich war geblieben. Ich war geblieben. Tekrar edelim. Ich werde bleiben. Ich werde bleiben. Ich werde geblieben sein. Ich werde geblieben sein. Ich war geblieben. Ich war geblieben. Örnek cümlemize geçelim. Ich hatte meinen Urlaub für eine Woche geplant. Da es mir aber hier sehr gefällt, werde ich noch ein paar Tage länger bleiben. Tatilimi bir haftalığına planlamıştım ama burayı çok beğendiğim için birkaç gün daha uzun kalacağım. Tekrar edelim. Ich hatte meinen Urlaub für eine Woche geplant.
Da es mir aber hier sehr gefällt, werde ich noch ein paar Tage länger bleiben. Ich hatte meinen Urlaub für eine Woche geplant. Da es mir aber hier sehr gefällt, werde ich noch ein paar Tage länger bleiben. Diabionik Jumlemis, ich bleibe hier, bis du wiederkommst. Sen gelene kadar burada kalıyorum. Tekrar edelim. Ich bleibe hier, bis du wiederkommst. Ich bleibe hier, bis du wiederkommst. Diğer bir fiilimiz laufen. Yürümek, hızlı yürümek, yaya gitmek, koşmak anlamına geliyor. Laufen düzensiz bir fiildir. Präsens, ich laufe. Ben yürüyorum. Ich laufe. Ich laufe. Präteritum, ich lief. Ben yürüyordum, yürüdüm. Ich lief. Ich lief. Perfekt. Ich bin gelaufen. Ben yürüdüm. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Tekrar edelim. Ich laufe. Ich laufe. Ich lief. Ich lief. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Futur 1, ich werde laufen. Ben yürüyeceğim. Ich werde laufen. Ich werde laufen. Futur 2, ich werde gelaufen sein. Ben yürümüş olacağım. Ich werde gelaufen sein. Ich werde gelaufen sein. Plusquamperfekt. Ich war gelaufen. Ben yürümüştüm. Ich war gelaufen. Ich war gelaufen. Tekrar edelim. Ich werde laufen. Ich werde laufen. Ich werde gelaufen sein. Ich werde gelaufen sein. Ich war gelaufen. Ich war gelaufen. Örnek cümlemize geçelim. Ihre Wohnung und Arbeitsstätte liegen nicht weit voneinander entfernt. Deshalb läuft sie jeden Tag zur Arbeit. Evi ve iş yeri birbirine çok uzak değil. Bu yüzden her gün işe yürüyor. Tekrar edelim. Ihre Wohnung und Arbeitsstätte liegen nicht weit voneinander entfernt. Deshalb läuft sie jeden Tag zur Arbeit. Ihre Wohnung und Arbeitsstätte liegen nicht weit voneinander entfernt. Deshalb läuft sie jeden Tag zur Arbeit. Diğer fiilimiz klettern, tırmanmak anlamına geliyor. Präsens, ich klettere. Ben tırmanıyorum. Ich klettere. Ich klettere. Präteritum, ich kletterte. Ben tırmanıyordum, tırmandım. Ich kletterte. Ich kletterte. Perfekt, ich bin geklettert. Ben tırmandım. Ich bin geklettert. Ich bin geklettert. Tekrar edelim. Ich klettere. Ich klettere. Ich kletterte. Ich kletterte. Ich bin geklettert. Ich bin geklettert. Futur 1, ich werde klettern. Ben tırmanacağım. Ich werde klettern. Ich
werde klettern. Futuriki, ich werde geklettert sein. Ben tırmanmış olacağım. Ich werde geklettert sein. Ich werde geklettert sein. Plusquamperfekt. Ich war geklettert. Ben tırmanmıştım. Ich war geklettert. Ich war geklettert. Tekrar edelim. Ich werde klettern. Ich werde klettern. Ich werde geklettert sein. Ich werde geklettert sein. Ich war geklettert. Ich war geklettert. Örnek cümlemize geçelim. Die Affen kletterten auf die hohen Bäume, um sich vor den Löwen zu schützen. Maymunlar aslanlardan korunmak için yüksek ağaçlara tırmandılar. Tekrar edelim. Die Affen kletterten auf die hohen Bäume, um sich vor den Löwen zu schützen. Die Affen kletterten auf die hohen Bäume, um sich vor den Löwen zu schützen. Bu dersimizde sich drehen, sich bewegen, bleiben, laufen, klettern fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.